Moinsen Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start mit einem neuen Video auf diesem Kanal und wie ihr schon am Titel gesehen habt, behandeln wir heute Piqué Team of the Year. Ja, meine lieben Freunde, ich habe das ganze Prinzip wie bei Toni Kroos gemacht. Ich habe Piqué eine plus 10 Attributskarte gegeben, weil das seiner Team of the Year Karte relativ nahe kommen wird und somit hat er 72 Tempo, 72 Schuss, 81 Passen, 75 Dribbling, 97 Defense und 88 Physis. Ja, meine lieben Freunde, und weil ich mir gedacht habe, es ist sehr schwierig zu zeigen, was in einem Innenverteidiger steckt, habe ich mir überlegt, stellen wir Piqué doch einfach mal für dieses Spiel im Sturm und schauen, wie er sich dort schlagen wird. Die Werte, vor allen Dingen die Füße, sprechen in der Hinsicht auch für ihn und natürlich auch seine überragende Kopfballstärke. Ja, um ihn drumherum haben wir ein ja recht gutes La Liga Team gebaut mit Carrasco auf dem linken Mittelfeld. Auf der ZM, auf der ZOM Position haben wir die beiden Spieler von Real Madrid als Leihspieler, nämlich Isco und James Rodriguez. Im RM haben wir Lucas Vazquez, im zentralen Mittelfeld haben wir Toni Kroos, in der Linksverteidigerposition haben wir Philippe Luis und Savic, in der Innenverteidigerposition als Leihspieler. Auf der anderen Innenverteidigerposition spielt Nacho Fernandes, der wiederum einen Perfect Link zu Carvajal hat, und im Tor spielen wir mit Jasper Cillessen. Ja, meine lieben Freunde, das hier ist unsere Mannschaft und ich hoffe mal, dass Piqué dort vorne so einiges anrichten wird. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns bei unserem Gegner. Ja, meine lieben Freunde, gegen diesen Gegner muss sich Team of the Year Piqué stellen und es geht, ja, was auch sonst, gegen ein OP-BPL-Team, wozu ich nichts mehr sagen muss, außer Piqué soll dir mal zeigen, wie der Hase läuft, dass es auch ohne Pace geht, erfolgreich zu sein. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zum ersten Highlight dieser Partie. Isco bringt hier die Flanke auf Piqué und der gewinnt sein erstes Kopfballduell. Und da ist Piqué durch. Da ist Gerard Piqué durch. Und den macht Piqué! In der fünften Spielminute läuft er hier frei auf Asmir Begovic zu. Und dann macht er das Ding in Weltklasse-Stürmermanier. Wunderschön, wie er sich dort vorne freiläuft und dann das Ding eiskalt gegen Asmir Begovic einschiebt. Okay, mit einem Fehlpass leitet das Ding dann weiter auf Lucas Vazquez, Isco, Carrasco, da ist Piqué mit der nächsten Chance. Ah, schön, Lucas Vazquez, Daniel Carvajal macht den Gegner hier nass und da ist Piqué, aber Begovic ist da. Mit der Flanke, aber ja. Machen wir es mal mit einem Longshot. Der kommt hier leider nicht aufs Tor. Dafür kommt dort Lucas Vazquez. Und Vazquez macht hier das 2:0. Nachdem Piqué leider nicht zum Longshot kommen konnte, macht er ja trotzdem das 2:0. Lucas Vazquez von Real Madrid. Carrasco verlierte den Ball viel zu früh an den Schweizer Nationalspieler. Der leitet das Ding ein auf Son. Der Gegner dribbelt sich jetzt gut durch unseren Strafraum und da steht es 1:2 durch Dele Alli. Oh, Piqué probiert es ja mal mit einem Skillpass. Kommt hier aber an Gegner und Verteidiger vorbei, aber dieser stoppt ihn hier mit unfairem Mittel und somit gibt es Freistoß und den wird natürlich Piqué schießen mit 49 Freistoß. Ich meine, vielleicht mal so auf Glück. Auf Glück! Aber der hätte ich auf alle Fälle ein bisschen mehr Power hintersetzen müssen. James. Piqué. Da ist wieder Piqué im 1-gegen-1 Duell gegen Begovic. Piqué scheitert. Ja, Leute, nach der ersten Halbzeit kann man auf jeden Fall sagen, dass Piqué sich dort vorne sehr bemüht. Er kam sogar zu einigen Chancen, hat sogar sein Tor erzielt. Der Gegner ist hier leider im Vorteil. Also er hat viel mehr Chancen, er macht viel mehr Druck.
aber zum Glück führen wir noch glücklich mit 2:1 und ich hoffe vor allen Dingen, dass Piqué in der zweiten Hälfte nochmal eine heftige Marke setzen kann und damit würde ich sagen, sehen wir uns dort zum nächsten Highlight der zweiten Hälfte. Oh, schön, Felipe Luis. Piqué macht das hier klasse. Bringt hier sogar die Flanke, aber leider stand hier kein Abnehmer. James. Und jetzt Piqué mit einem schönen Pass auf Groß und Groß. Schießt er leider mit dem falschen Fuß und somit hat Begovic leichtes Spiel. Spiel mal das Ganze mal auf Piqué. Er macht das hier super, aber kommt hier leider nicht zum Abschluss. Und jetzt ist drüben alles offen. Hoffentlich ist Carrasco schnell genug. Ja, jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Und er sieht in der Mitte Piqué, aber die Flanke kam hier leider nicht optimal. Schön, Piqué leitet hier den Angriff für James ein und der für Carrasco. Aber Begovic hält den Ball hier. Oh mein Gott, nein. Der 90. Minute muss das ja unbedingt passieren. Ach komm, ey. WTF, was ein riesiges Luck hier für unsere Mannschaft. Jetzt Piqué nochmal im Kopfballduell richtig stark. James. Piqué legt hier das Ding nochmal in die Mitte auf Isco, der auf Piqué. Und Piqué schnürt den Doppelpack in der 90. Spielminute. Macht hier unser Topstürmer noch das Tor und er jubelt hier. Natürlich richtig phänomenal, er ist sehr zufrieden mit seinem eigenen Leistung. Doppelpack für unseren Team of the Year Stürmer Piqué. Ja, meine lieben Freunde, das Spiel ist hier vorbei. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Piqué Team of the Year im Sturm auf alle Fälle kein schlechter ist. Trotz seiner 72 Tempo und 72 Schuss hat er dort vorne einiges gerissen. Ich fand, seine Schüsse kamen sehr gut aufs Tor, wie man auch bei den beiden Toren sehen konnte. Er hat halt ein bisschen Probleme, sich dort vorne zurechtzufinden, aber das liegt auch daran, dass er natürlich nur viel Chemie hat und das natürlich für einen Stürmer eigentlich sehr schlecht ist. Aber ich muss sagen, dennoch stand er immer da, wo die Mannschaft einen gebraucht hat. Das hat man auf alle Fälle hier beim Tor in der 90. Minute eindrucksvoll gesehen. Und ich würde mal denken, es ist nicht allzu verkehrt, sich Piqué Team of the Year das ein oder andere Mal im Sturm zu stellen. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne für weitere Videos. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Haut rein und ciao.